Knoche hat mit dem ZLS Aktiv 30 ein neues aktiv angetriebenes Gerät zur Zerkleinerung von Maisstoppeln und Ernteresten vorgestellt. Das Gerät wird in der Front gefahren, arbeitet 3 Meter breit und erfasst so 4 Maisreihen. Fahrgeschwindigkeiten bis 15 km/h sind möglich. Der ZLS Aktiv wiegt rund 1,5 Tonnen und braucht 50 Liter Öl pro Minute für den Antrieb der Werkzeuge. Die Konturenführung übernehmen Stützwalzen aus Vierkantstählen. Ihre scharfen Kanten sorgen zusätzlich für die Zerstörung der Erntereste. Die eigentliche Arbeit jedoch erledigen die 8 Reibräder des ZLS. Mit Hilfe von Stütztellern gleiten sie über den Boden. Zwischen 2 Rädern und jeweils davor gibt es Einweiserkufen, die die Stoppeln passend zurechtbiegen sollen. Die Reibräder rotieren mit 650 bis 750 Umdrehungen pro Minute und zerfasern so die Erntereste. Die in den Kunststoff eingegossenen Hartmetallplatten dienen dabei als zusätzliche Werkzeuge, ähnlich wie Klingen. Bei Verschleiß können die Räder einmal gedreht werden. Knoche kalkuliert mit rund 1000 Hektar Standzeit pro Seite. Stehende Stoppeln erfasst der ZLS hervorragend und selbst liegende Stoppeln richtet die Einweiserkufe teilweise auf. Material, das die Reibräder nicht packen, wird anschließend jedoch von den Stützwalzen überrollt, angeschlagen und zerrieben. Aufgehängt ist die vordere Arbeitseinheit im Parallelogramm. Die Arbeitshöhe wird im Lochraster abgesteckt. Das Arbeitsergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Intakt bleibt hier so gut wie keine Stoppel und das bei vergleichsweise wenig Leistungseinsatz. Auch auf einer Maisstrohfläche haben wir den ZLS Aktiv 30 versuchsweise eingesetzt. Trotz viel mehr Masse war das Arbeitsergebnis nahezu dasselbe.